Im heutigen Video seht ihr, wie es bei Haus 3 vorangeht und wie im Haupthaus der erste Specksteinofen gesetzt wird. Und ihr seid quasi wieder live mit dabei. So, wie angedroht, wird heute betoniert. Das erste Fahrzeug mit Pumpe ist da. Kommen nachher dann noch weitere Fahrzeuge. Ich denke mal, zwei werden noch kommen müssen. Und obwohl es ein Vierachser. Na, wir mal gucken. Also mindestens noch ein Fahrzeug kommt. Ich schätze mal eher noch ein zweites. Dann wird das Fahrzeug stehen bleiben und die kippen das da rein und es wird dementsprechend alles dann gefüllt. Ja. So, der erste Teil vom Beton ist drinnen. Jetzt ziehen sie oben ab in der Patsche. Das macht auch ganz gut. Ja, Vipropatsche kennen sie so nicht, machen sie irgendwie nicht. Aber sie haben das richtige Feingefühl, dann geht das. So, nächster LKW ist da. Beton sieht sehr gut aus. Dann geht's jetzt ins Finale. So, das sind jetzt die letzten, naja, 3 Quadratmeter. Dann haben sie den Beton drunter. In der Woche wollen sie es ausschalen, dann stellen mal die Gasbetonsteine ringsrum und werden beginnen mit dem. Wollen dies ja noch so viel schaffen, wie es noch irgendwie möglich ist, denn der Winter steht ja nun mal bekanntlich vor der Tür und daher bis zur letzten Sekunde, sage ich mal, arbeiten, denn wir wollen ja im Frühjahr, sobald hier der Rohbau steht, schon wieder mit dem nächsten Haus beginnen und denke mal, dass sollte man noch schaffen, wenn wir Glück haben. Denn wir haben jetzt wirklich ideale Partner, das funktioniert ganz gut. Und Qualität ist auch hervorragend. Und daher bin ich da sehr optimistisch. Schauen wir mal, ob das denn der wahre Realismus ist. Ich lasse mich überraschen, aber ich bin optimistisch. Ja, haben sie alles drin. Es kleckert noch der letzte Rest aus dem Rohr raus. Dann wird der LKW draußen, dann ich sage mal, gespült und sauber gemacht und dann ist alles schick. Nee, die Jungs können das. Jetzt noch abziehen und alles ist perfekt. So, die letzten Arbeiten, bevor es jetzt wirklich dunkel wird. Nee, sehr schön. Ist der nächste Grundstein sozusagen gelegt fürs nächste Haus. Ich will jetzt am Rand vom Haus 3 und hier unten die Fläche ist auch schön gewachsen. Ja, noch ein paar LKWs lassen wir kommen, damit das wirklich vernünftig gemacht ist. Und dann gehen wir auf der anderen Seite vom Grundstück, füllen da noch ein bisschen und dann wird der Teich ausgepackert. Und dann schwenke ich mal rum, damit ihr seht, wo ich gestanden habe. Die Gasleitung ist reingeführt, elektronischer Zähler und die Abgänge geht einmal hier rüber zur Heizung und einmal zum Gaskochfeld und dann wird es so in, naja, 1-2 Monaten Gas geben und dann heizen wir komplett mit Gas, was natürlich etwas günstiger ist. So, heute wird der Brunnen gebohrt, alter Sill mit einer Bohrnadel drauf. Mal gucken, ich schätze mal, werden wir so 30, 34 Meter sicherlich drin sein, wie bei den anderen hier. So, heute wird jetzt alles angeschlossen. Hat bis eben gerade geregnet. Da haben wir noch gewartet, bis es aufhört. Und jetzt schließt er das oben an. Ich habe jetzt erst gefühlt, wir hatten gerade lustige Themen, das wollten wir euch nicht mitteilen. Heute wird der Specksteinofen angeliefert und aufgebaut. Sie brauchen so 2-3 Tage. Jetzt werden die ganzen Platten einzeln reingebracht, abgelegt. Und die Dinger sind wirklich schweineschwer. Hab früher mal, wollte man mal eine Firma übernehmen, die sowas gebaut hat. Und deshalb habe ich mal 2 Specksteinöfen mit aufgebaut.
Und die Dinger sind wirklich scheiße schwer. Der ganze Ofen liegt nachher ungefähr 2,5 Tonnen. Also die ersten Steinplatten sind drinnen. Der Raum wird sich dann nach und nach noch füllen. Man soll höllisch aufpassen, dass man die Platten nicht umtritt, weil das ist dann wie ein Dominospiel.